Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchvorstellung von Drei Leben mit dir von Kerstin Böhm. Wer mir auf Instagram folgt, der hat das Buch schon ein paar Mal gesehen und weiß auch, dass ich es sehr, sehr, sehr toll fand. Ich finde schon mal die Aufmachung sehr schön. Hat es damals auch auf Instagram ausgepackt, da waren auch ein paar wunderschöne Postkarten mit dabei. War richtig schön aufgemacht. Das ist ein Taschenbuch mit 400 Seiten und es geht um drei Personen. Es geht um Rebecca und es geht um Jonas und Marc und die sind miteinander verbunden seit ihrer Kindheit. Die waren die besten Freunde und irgendwann haben sich die Jungs in Rebecca verliebt und sie hat sich dann für den einen oder anderen entschieden. Aber Drei Leben mit dir hat folgenden Hintergrund, dass Rebecca die Fähigkeit hat, zu einer Entscheidung ihres Lebens zurückzuspringen im nächsten Leben und sich umzuentscheiden. Das heißt, hat sie sich im ersten Leben zum Beispiel für Marc entschieden, kann sie sich im zweiten Leben für Jonas entscheiden und sich im dritten Leben vielleicht wieder für jemand anderen entscheiden. Und sie wacht aber immer wieder in ihrem neuen Leben auf, ohne dieses Wissen, dass das möglich ist. Und zu sehen, welche Auswirkungen Entscheidungen haben können, war unglaublich spannend, weil wir als Erwachsene haben ja schon so viele Entscheidungen in unserem Leben getroffen, ne? Also ich habe mich für eine Schulrichtung entschieden, ich habe mich fürs Abitur entschieden, ich habe mich gegen eine Ausbildung und für ein Studium entschieden. Ich habe mich für eine Ehe entschieden, ich habe mich für Kinder entschieden, ich habe mich für einen gewissen Wohnort entschieden, ich habe mich für meine Selbstständigkeit entschieden. Und uns wurde die Frage gestellt, wenn ich eine einst getroffene Entscheidung ändern könnte, so wie es Rebecca kann, und ich mein Leben nochmal leben könnte, welche Entscheidung das wäre und warum. Und darüber habe ich tatsächlich viel nachgedacht. Und ich würde keine der großen Entscheidungen verändern. Das heißt, ich würde mich nicht für einen anderen Mann entscheiden, denn ein anderer Mann würde komplett andere Kinder bedeuten. Und ich liebe meine Kinder genauso, wie sie sind. Und dafür brauchte ich diesen Genpool. Das heißt, ich würde mich weder für einen anderen Mann noch für oder gegen, also gegen Kinder kommt sowieso nicht in Frage. Also das möchte ich mit diesem Mann, diese zwei wundervollen Kinder bekommen. Es gibt so viele kleine Einzelentscheidungen, wo man dann ja manchmal sagt, ach, hättest du mal anders. Also ich hätte mir den Monat Ausbildung zum Beispiel schenken können. Aber das sind ja nicht diese großen Entscheidungen, die wirklich auch eine Tragfähigkeit haben. Und ich bin dann an zwei Punkte gekommen. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich weder meinen Partner, meine Ehe noch meine Kinder, dass ich da eine Entscheidung verändern möchte, kommen wir hin zum Beruflichen oder zur Selbstwahrnehmung. Das sind genau diese zwei Dinge. Also entweder würde ich gerne nochmal zu dem Punkt zurückspringen, wo ich mich für meine berufliche Laufbahn entschieden habe, weil ich habe Abitur gemacht und ich habe 12 Jahre lang mich einfach nur auf dieses Abitur konzentriert und nie einen Gedanken daran verschwendet, was ist denn danach? Und dann stand ich da mit diesem Abitur und ich hatte keinen Plan, was danach ist. Und ich habe ja eigentlich so ohne Kopf und Verstand halt irgendwas dann gemacht, mit dem ich mich so ein bisschen identifizieren konnte. Da würde ich gerne nochmal hingehen und viele Jahre eher anfangen, mich damit auseinanderzusetzen, was will ich, was kann ich, was möchte ich in der Welt bewegen, was ist meine Aufgabe in dieser Welt. Und damit einhergehend kommt dieses zweite Thema, nämlich, dass ich mich gerne früher besser mit mir selbst auseinandergesetzt hätte. Dass ich schon gerne 10 Jahre vor jetzt in diesem State wäre, wo ich jetzt bin. Dass ich halt schon, ne, mit 16, 17, 18, 19 Meditation kennengelernt hätte, mehr mich selbst reflektiert hätte, mich selbst anders wahrgenommen hätte. Ich glaube, das hätte viele Dinge in meinem Leben beeinflusst, sehr, sehr viele Dinge.
Und aber das ist immer so schwer zu sagen, ob ich bin ja jetzt sehr zufrieden damit, wie mein Leben läuft. Und wenn ich in der Vergangenheit irgendwas geändert hätte, wäre ich wahrscheinlich heute nicht da, wo ich bin. Vielleicht sähe es besser aus, vielleicht sähe es aber auch schlechter aus, das weiß man immer nicht. Deswegen, wenn ich wirklich die Möglichkeit hätte, nochmal zurückzureisen. Ich weiß nicht, ob ich was verändern wollen würde, weil ich dann nicht da wäre, wo ich jetzt bin. Wenn ich jetzt was verändern müsste, um dieses Spiel mitzuspielen, würde ich tatsächlich gerne früher mit 16 irgendwie mit Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung kommen und da das auch nicht wieder ablegen. Also ich hatte mal mit 18 angefangen. Und bin dann da aber so in so eine Schiene gerutscht, was ein bisschen zu esoterisch wurde, womit ich mich dann nicht mehr identifizieren konnte. Und ich wünschte, ich hätte da an einem Punkt weitergemacht, hätte früher angefangen zu meditieren, mit mir selbst zu arbeiten, weil ich glaube, das hätte einen großen Unterschied in meinem Leben gemacht, auf beruflicher Ebene, auf privater Ebene, aber auch im Gefühl mit mir selbst. Was das dann für Veränderungen in meinem Leben mit sich gebracht hätte, ist schwer zu sagen. Ich nehme an, dass ich dann tatsächlich einen anderen Partner gehabt hätte und dann halt wiederum nicht diese tollen Kinder, die ich jetzt habe. Deswegen, allein weil die Kinder halt da sind, würde ich nichts verändern wollen, weil es dann wahrscheinlich diese Kinder nicht gäbe. Bei Rebecca ist das halt nicht der Fall. Da spielen Kinder in der Geschichte noch keine Rolle. Da geht es halt wirklich nur darum, wenn ich mich für diesen Mann entscheide, verläuft mein Leben so. Wenn ich mich für diesen Mann entscheide, verläuft mein Leben so. Beziehungsweise wenn ich einzelne Punkte in der Beziehung mit dem Mann verändere, umentscheide, dann verläuft es so. Dadurch, dass ich aber Kinder habe, ist das schwer für mich, weil ich weiß, wenn ich eine Entscheidung in der Vergangenheit verändern würde, würde es höchstwahrscheinlich die Kinder nicht geben. Oder sie wären nicht diese Kinder, die sie heute sind. Deswegen finde ich das für mich persönlich sehr schwer zu beantworten. Aber ich fand es mal ein sehr interessantes Gedankenspiel. Und eigentlich ist es ja positiv zu sagen, nö, ich möchte eigentlich nicht nochmal zurückgehen, um irgendetwas zu verändern. Aber ich fand es sehr spannend zu sehen, wie sich Rebeccas Geschichte immer wieder gewandelt hat und auch was es mit ihr gemacht hat. Also diese Anpassung in der einen Beziehung und diese Freiheit in der anderen Beziehung, und diese Freiheit hat aber auch sehr, sehr viel gekostet. Aber auch die Anpassung hat sehr, sehr viel gekostet. Ich glaube, von dem Gesichtspunkt her ist es auch eine sehr interessante Geschichte. Also dieses, möchte ich eine Beziehung führen, in der ich bin, wie ich bin, und das auch mit allen Katastrophen in Kauf nehmen? Oder möchte ich eine Beziehung führen, die mir Sicherheit gibt, in der ich aber nicht ich selbst bin, weil ich mich einfach nur anpasse? Und ich glaube, da dann auch mal zu reflektieren, was möchte ich denn? Was für eine Beziehung führe ich denn gerade? Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe früher die Beziehung mit Marc geführt und würde heute mich jederzeit für die Beziehung mit Jonas entscheiden. Kann aber dieses Hin und Her von ihr absolut sehr gut verstehen. Es war eine ganz andere Art von Geschichte. Also so habe ich das tatsächlich noch nie gelesen. Weil so, klar, so Thema Wiedergeburt und so, das habe ich schon oft gelesen, aber nicht so, wie es hier verpackt wurde. Das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Habe es auch relativ schnell durchgelesen, weil man dann halt schon wissen möchte, wie es weitergeht und viele Themen auch angesprochen werden, die interessant sind. Eben Beziehungen zu Männern, wer bin ich, was will ich vom Leben, auch so dieses Berufliche, das war schon echt interessant. Und es hat wirklich so einige Anreize gegeben, um mal sein eigenes Leben ein bisschen näher unter die Lupe zu nehmen und sich das anzugucken. Kann ich also sehr empfehlen, hat mir sehr gefallen. Ich verlinke es euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Und für euch habe ich auch noch was, denn ich darf ein Buch und ein paar Goodies an euch verlosen. Das freut mich sehr. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist bitte unten in den Kommentaren zu schreiben, wenn du die Möglichkeit hättest, eine einst getroffene Entscheidung zu ändern und dein Leben nochmal leben könntest. Welche Entscheidung wäre das und warum? Und da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr darauf antworten werdet. Freue mich also sehr darauf, eure Kommentare zu lesen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss! Schwer. Hm.
Gibt es eine Entscheidung in meinem Leben, die ich anders machen würde? Ja. Oder gibt es viele? Viele Männer zum Beispiel. Oh ja. Ja, ich glaube, da gibt es einige eigentlich in meinem Leben. Ich glaube, man hat immer irgendwann einen Punkt, wo man gerne nochmal was anders machen würde, weil man, je älter man wird, natürlich andere Erfahrungen gemacht hat. Falsche Entscheidungen muss man ja auch treffen, sonst weiß man ja auch nie, welche das die richtige gewesen wäre. Finde ich. Nein. Liegt aus dem einfachen Grund, wenn ich was anderes gemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nicht das gemacht, was ich danach gemacht hätte. Welche Entscheidung würde ich immer wieder genauso treffen? Diese Freundschaft. Ja. Ich denke, ich hätte auf jeden Fall immer wieder den gleichen Menschen geheiratet. Ich hätte ihn vielleicht ein bisschen mehr ummodeln können. Wenn man zwei Leben hätte, dann könnte ich mir vorstellen, ein Leben auch mal zu leben ohne Familie. Was ich nicht bereue, aber was ich mir auch vorstellen könnte, ist anders zu leben im nächsten Leben. Ich würde alles nochmal genauso machen. Das ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen, meine Kinder zu haben. Ich würde auch wieder nach Vancouver gehen. Ich würde es ganz genauso machen. Dass ich meine Frau geheiratet habe. Ich würde mich immer wieder für meine Kinder entscheiden. Dass ich um Beziehungen kämpfe. Das war die beste Entscheidung in meinem Leben. Es war perfekt, es ist heute perfekt und immer aufs Herz hören. Ja.